Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Madden Ultimate Team. Teambuilder Folge Nummer 2. Heute kümmern wir uns um den Rest der Offense, kümmern uns um gute Spieler, Budget-Spieler der Offensive Line, Running Backs und ein Fullback. Gucken uns an, wer kostet nicht allzu viel, aber boostet euer Team ordentlich nach oben. Teilen das ein bisschen auf, wie werdet ihr gleich sehen. Und denkt dran, unsere Regel, maximal 60.000 Coins pro Spieler, 50 bis 60.000 so in dem Dreh, war es mal vorgesehen. Die Spieler habe ich rausgesucht vorgestern, Aufnahmezeitpunkt ist heute Dienstag. Kann natürlich sein, dass sich die Marktwerte wieder ein bisschen geändert haben, kann sein, dass ein paar über 60.000 sind, aber auch die werden wieder drunter gehen. Und wir fangen an mit der Offensive Line. Da teile ich das ein bisschen auf. Als erstes gucken wir uns ein Team an, was auf Passplay aufgelegt ist. Das heißt, gute Passblock-Kategorie und danach einmal gut fürs Running Game. Und daher würde ich sagen, starten wir durch. Ackern uns vor von links nach rechts. Das heißt, als erstes ein Left Tackle. Und schauen uns einmal als erstes ein Spieler der LA Rams an. Mit einem Overall-Rating von 89 natürlich. So rum. Gehen auf Buy Now Price. Left Tackle. Sehen ihn hier immer noch nicht. Oh yeah. Andrew Whitworth. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also manchmal ein bisschen schwieriger. Ja, Left Tackle. LA Rams. Und gucken uns an. Ihr seht es. 90 Pass Block. Alles, was über 90 ist, ist eine herausragende Kategorie. 89 Impact Blocking. 90 Awareness, wirklich ein sehr guter Left Tackle. Wenn ihr einen Rechtshänder als Quarterback habt, blockt er die blinde Seite des Quarterbacks. Auf den könnt ihr euch verlassen. 87 Strengths, 84 Run Block. Das heißt, er macht auch definitiv mal gute Löcher fürs Running Game auf. Und ihr seht schon, für knapp über 50.000 definitiv ein guter Spieler, den ihr lange in eurer Starting-Formation haben werdet. Gehen wir eine Kategorie weiter. Und zwar auf den Left Guard. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe das hier nämlich auf meinem Handy ein bisschen durcheinander alles. Ja, Left Guard. Und gucken uns als Spieler an der Madden Harvest Promo. Nämlich von den Denver Broncos. Mal gucken, wo finden wir ihn? Ronald Leary. Zu haben für knapp über 40.000. Ja, und auch da wieder ein sehr guter Passblocker. Und der ist sogar auch ziemlich gut nachher im Runblock. Aber da werden wir uns eine andere Karte angucken. Gucken wir mal rauf. Was hat er zu bieten, Ronald Leary? Ihr seht schon, okay, kein 90er, aber ein Left Guard zu finden mit einem 90er Passblock, wenn man jetzt wirklich nur 60.000 pro Spieler nimmt, ist es sehr schwer. 87 Passblock, sehr gut. 86 Runblock, sehr guter, ausgeglichener Spieler. Impact Blocking 85. 86 Strengths. 86 Awareness. Wirklich, wirklich gut. 63 Speed ist für einen Offensive Guard sogar relativ schnell, muss man sagen. Also schnelle Füße. Und ja, wirklich sowohl fürs Passing Game als auch fürs Running Game. Ein solider Spieler, der nicht zu viel Geld kostet. 40.000 hat jeder auf dem Konto früher oder später. Und das ist ein Anker für die Offensive Line. Als nächstes gehen wir auf die Position des Centers. Und ja, wir wechseln wieder die Promo, nämlich zu Team of the Week. Und gucken uns ein Center an. Overall Rating 85. Von den Detroit Lions. Hier haben wir ihn. Travis Swenson. Für 25.000 kriegt ihr einen astreinen Center, der sehr gut im Passblock ist. Wenn ihr ein Team habt, was auf Pass ausgelegt ist, so wie meins, holt euch diesen Center. Definitiv im Stil. Gucken wir rein. 88 Passblock. Zwar wieder nicht die 90, aber für das Geld, für 25.000, absolute Sahne. 85 Strengths, bisschen schwach im Runblock, da nur 79, aber wenn er da auch 85 hätte, dann wäre es ein 88, 89er Center. Von daher, da muss man natürlich Abstriche machen. 82 Stamina, dieser Spieler geht nie vom Feld.
Der hat so viel Ausdauer, den könnt ihr jeden Spielzug drauf behalten, auch wenn ihr 3-4 Mal No-Huddle Offense macht und immer durch die Mitte geht. 63 Agilität, ziemlich schnelle Füße, für einen Center wirklich nicht schlecht. Und ja, wie gesagt, super Passblocker, könnt ihr euch definitiv holen für einen schmalen Taler, wenn ihr nicht zu tief in die Tasche greifen wollt. Solltet ihr zuschlagen. Und ich meine, Detroit ist bekannt für gutes Passing-Game. Detroit hatte nach Barry Sanders nie ein gutes Running-Game, aber mit dem Passing geht's immer nach vorne. Matthew Stafford macht immer 4000 Yards. Da brauchst du eine Offensive-Line, die guten Passblock macht. Und das ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Travis Swanson in der Team-of-the-Week-Variante. So. Als vorletztes gucken wir uns den Right Guard an und wir wechseln wieder die Promo. Gehen auf einen Spieler, der einen 86er Overall hat, in der Football Outsiders Promo drin ist. Na, was macht er denn jetzt? So. Right Guard. AJ Cann, da hab ich ihn. 14.750, der kostet keine 15.000 mehr. Holy fuck. 90 Passblock, ihr seht's, Leute. 90 Passblock. 87 Strength. 86 Overall. 82 Run Block ist okay. Nicht atemberaubend, aber ist okay. 82 Impact Blocking. Agility Speed, okay. Muss man links liegen lassen, aber für dieses Geld, Leute. 14.750. Für 15.000 kriegt ihr einen Offensive Guard mit einem 90er Pass Block. Das hätte es vor einem Monat nicht gegeben. Das ist das Dreifache, Vierfache für den bezahlt. Die Preise droppen, Leute. Schlagt zu. Schlagt zu. Wenn ihr die Coins habt, holt euch diese Spieler. Die werten euer Team wirklich auf. Auch wenn sie nicht vom Overall-Rating vielleicht besser sind. Aber die Werte sprechen für sich. 90. Sobald die 9 vorne steht, ist es immer ein Indikator dafür, dass er herausragend in der Kategorie ist. Und AJ Cann definitiv im Passblock. Absolute Klasse in, ja, in seinem Bereich. Ihr guckt mal hier als Beispiel Will Shields. Okay, das ist eher ein Runblocker, aber der hat nur 83 Passblock. Gucken wir uns Larry Allen an. Wahrscheinlich auch eher der Runblocker. 84 Passblock. Was haben wir noch alles? Hier, Larry Warford. 85. David DeCastro. 85. Haben wir hier noch irgendwas? Hier. Josh Sitton. 88. Selbst ein Spieler, der 10.000 mehr kostet, kommt nicht an dieses Passblock von 90 ran. Das sagt einiges aus. Also holt euch AJ Cann, wenn ihr einen guten Passblocker braucht auf der rechten Seite. Dann schlagt er ruhig zu. So. Auf der Right-Tackle-Position haben wir einen Spieler drin, den ich auch bei mir tatsächlich im Team habe. Der spielt bei mir Starting und zwar fitte ich ihn jetzt nicht. Warum fitte ich ihn nicht? Der hat auch einen 87 Overall. Right Tackle, 87. Buy Now Price. Doch, hier, Marcus Gilbert. 37.000 ist mächtig gedroppt. Ich habe ihn damals gekauft für 110.000 und hatte gehofft, der geht nochmal hoch im Preis. Wasser, nichts draus geworden. Ja, trotzdem 1A Passblocker. 87 Passblock, natürlich nicht herausragend, aber der kann jeden Defensive End blocken. Also braucht ihr euch auf der rechten Seite eigentlich keine Sorgen machen. Guter Runblocker mit 84. Strengths, Impact Blocking 85, sehr gute Werte. Auch der solider Spieler für diesen Preis. Man muss natürlich immer bedenken, wir suchen günstige Spieler. Man kann natürlich auch 200.000 ausgeben und dann habt ihr da einen Spieler, der einen 92er Passblock hat. Klar, wenn ihr die Coins habt, auf jeden Fall. Aber wir suchen hier Spieler, die sich früher oder später jeder von euch kaufen kann. Die trotzdem euer Team besser machen. So. Jo, liebe Leute, das war Offensive Line Passblock. Jetzt kommen wir in eine Kategorie, wo es tatsächlich schwierig war, Spieler rauszufinden. Nämlich in die Runblock-Kategorie. Und da habe ich es daher auch so gemacht, dass ich nur Spieler herausgesucht habe, weil ich nichts anderes gefunden habe, die in eine Promo reingeraten sind, um die ich mich nicht gekümmert habe. Aber dazu kommen wir gleich. Wir fangen wieder auf der linken Seite an, Left Tackle, und haben da einen Legend, den wir uns angucken wollen. Hier ist er nämlich.
Walter Jones, Legend von den Seattle Seahawks. Wahrscheinlich der beste Left Tackle, den die Seahawks je gesehen haben. Auch wenn Dwayne Brown jetzt ziemlich gut ist, aber an einem Walter Jones kommt keiner ran. Gucken wir uns das mal an. Warum kommt da keiner ran? Runblock 89. 89 Runblock. Jetzt muss ich mal gucken, was hat er für die Chemistry. Okay, go deep. Das heißt, da wird nichts gehen. 87 Strength, 86 Passblock. Auch beim Passblock definitiv sehr gut in seiner Preiskategorie. Und jetzt guckt euch mal die Stamina an. Stamina 91. Was wollt ihr mehr? Dieser Spieler verlässt nie das Spielfeld. Es sei denn, er ist verletzt. Sonst habt ihr den immer drauf. Egal, was passiert. Ist tatsächlich auch für seine Körpergröße und sein Gewicht relativ agil, relativ schnell. 66, 65. Sehr gute Werte. Und eine astreine Karte. Da könnt ihr zuschlagen. Für 40.000 habt ihr einen Runblocker, den ihr nie wieder hergibt. Nie wieder hergibt. Der ist wahrscheinlich im Runblock besser als so manche 90er, 91er Karten. Wenn ihr ein Team habt, was im Run geht, einen guten Running Back habt, einen Quarterback, der sehr gerne läuft, schlagt dazu, liebe Leute. So. Jetzt gehen wir auf die Left Guard Position. Da muss ich mal gucken, wen habe ich denn da. Das ist der Right Guard. Das ist der Right Tackle. Ja. Da habe ich so einige Probleme gehabt. Da haben wir auch tatsächlich die schlechtesten Spieler. Könnte man jetzt auch wieder Ronald Leary nehmen, weil er hat einen Runblock von 86. Aber ich habe jetzt mal einfach, um euch ein bisschen Variabilität zu bieten, Andrew Norwell von den Carolina Panthers. Gehen wir mal rauf. Gucken uns den an. 86 Passblock. Und jetzt muss ich mal schauen. Ja, auch Ronald Leary hat dieselbe Chemistry. Da kommen wir jetzt in einen Bereich hin, um den wir uns noch gar nicht gekümmert haben. Nämlich die Chemistries. Was machen die Chemistries? Ihr seht das Logo unter dem Logo von den Carolina Panthers. Das ist Pound to Rock. Pound to Rock bedeutet, das ist eine Chemistry. Und wenn ihr davon eine bestimmte Anzahl von Spielern habt, gibt es ein Tier. Das heißt, bei drei Spielern, die dieses Pound to Rock haben, habt ihr Pound to Rock Tier 1. Gibt einen Bonus. Bei Tier 1 bedeutet das, dass der Run Block um 1 steigert. Das heißt, ihr wäre bei 87. Bei Tier 3, das wären dann schon 9 Spieler, würde es bedeuten, dass Runblock um 2 nach oben geht. Das heißt, dann habt ihr einen Runblock von 88. Macht aus guten Durchschnittsspielern einen sehr guten Spieler. Ist zwar bei Andrew Norwell, wird kein 90er draus, aber einen Runblock um 2 steigern, wenn es darauf ankommt, ein gutes Running Game zu haben, definitiv sehr, sehr gut. Was hat er sonst zu bieten? Sehr ausgeglichen, Passblock, Runblock bei 86. 81 Strength, 86 Awareness. Problem, seine Agilität. 45, der hat keine schnellen Füße. Der steht auf der Stelle und weiß nicht, wo er hin soll. Das ist sein einziges Problem. Deswegen ist er Guard und kein Tackle geworden. Aber sonst, für das Geld ein sehr solider Spieler. Hat auch mal viel, viel mehr gekostet. Ich weiß noch, ich hatte mal überlegt, ihn mir zu holen. Da hat er 60.000, 70.000 gekostet. Einfach mal nur noch die Hälfte. So, jetzt kommen wir tatsächlich in den Bereich und gucken uns die Promo an, um die ich mich so gar nicht gekümmert habe. Und das ist die tatsächlich die Mud Hero Promo. Na, jetzt bin ich schon wieder bei Left Guard. Um die Mud Heroes habe ich mich null gekümmert. Das Gute ist bei den Mud Heroes, die haben natürlich eine Kategorie, in der sie herausragend sind. Der Rest ist für den Arsch, auf gut Deutsch. Schauen wir rauf, 85 hat der Spieler, den wir uns angucken wollen, nämlich Rodney Hudson. Der Center der Oakland Raiders. Ihr seht schon, natürlich, es gibt günstigere Varianten. Gucken wir uns mal 85er an. Hier Ben Jones, den ich zum Beispiel auch in der Starting habe. 84 Runblock. Ja, ist nicht schlecht. John Sullivan. 82 Runblock. Ja, nicht so, ne? Und jetzt gucken wir mal bei Rodney Hudson rein. Bam! Runblock 94. Zack! Wirklich Oberklasse. Und das Geile ist, er hat wieder die Pound-to-Rock-Chemistry. Das heißt, Tier 3, Pound-to-Rock, 9 Spieler mit dem Symbol. Dann habt ihr einen Runblock von 96. Ihr könnt immer einen Halfback-Dive durch die Mitte machen. Da hat keiner eine Chance. Bei einem Runblock mit 96 geht da immer was durch die Mitte. Natürlich kackt er natürlich der Rest ab. Sonst wäre es eine 91er-Karte. Das heißt, er hat einen Passblock nur von 79. Nicht dolle. Strength 76, nicht dolle. Speed 56, ja, ist okay. Awareness, Impact Blocking, ja, könnte besser sein.
Aber es ist nun mal nur 85 overall. Und es kostet nur 33.000. Also muss der Rest relativ gering sein, weil er eine Kategorie hat, in der er raussticht. Und das ist der Runblock. Das heißt, wenn ihr ein Team habt, Run First, und ihr wollt euch auf den Runblock ausrichten, für das Geld Rodney Hudson, sonst keiner. Auf der Position des Right Guards haben wir wieder einen Spieler aus derselben Promo. Und zwar von den Dallas Cowboys. Wo haben wir denn? Da, nicht Kevin Seidler. Hallo? Da, Zach Martin, 18.000 nur. Und das ist genau dasselbe. Gucken wir rein. Runblock 94. Strength 83, sogar ein bisschen besser. Passblock ist mau. 77 für 85er overall. Ja, gute Stamina mit 81. Der Rest ist, naja, so Durchschnitt, ne? Aber Runblock 94. Rodney Hudson und Zach Martin, Center, Right Guard. Pound Rock Tier 3 mit 96 Runblock. Ihr könnt immer einen Halfback Dive durch das rechte A-Gap machen. Immer. Es geht immer 3, 4, 5 Yards. Ich müsste es tatsächlich mal ausprobieren, müsste mir mal die Spiele holen, um zu testen, aber Leute, 96 Runblock? Wer soll das denn? Wer soll das Loch zumachen? Da geht nichts. Eine Position haben wir noch, die des Right Tackles. Jetzt muss ich mal gucken, wen habe ich denn da? Das ist der Passblocker. Ah, okay. Wir wechseln wieder die Promo und gehen in die Most Feared Promo. Gucken uns einmal den Right Tackle der Tampa Bay Buccaneers an. Da haben wir ihn. Dimar Dotson. 50.000 müsst ihr ausgeben, wenn ihr ihn günstig schießen wollt. Und Dimar Dotson hat einen Runblock von 88. Passblock 87. 90 Impact Blocking. Wieder sehr, sehr ausgeglichen, aber der bessere Runblocker. Jetzt muss ich mal gucken. Pound Rock Chemistry, das heißt Tier 3. Und die hat einen Runblock von 90. Damit ist er herausragend. Damit hätte er zwei Kategorien, wo er 90 von 100 Punkten hat. Damit ist er wirklich Oberklasse, wenn ihr das erreicht. 89, 88, natürlich sehr, sehr gut. Aber wenn ihr da tatsächlich 90 erreicht, Bombe. Dann habt ihr die rechte Seite, die ist, da könnt ihr immer langlaufen. Immer, immer, immer. Zusätzlich noch ist er extrem hoch, 6 Fuß 9. Strength von 84. Und eine Awareness von 87. Den stellt ihr rein und nimmt ihn so schnell nicht wieder raus. So. Liebe Leute, das war die Offensive Line. Wir gucken uns jetzt noch fix drei Spieler insgesamt an. Nämlich ein Fullback, zwei Running Backs. Gucken wir mal rauf, was wir kriegen können. Fangen an mit Fullback und da habe ich euch einen Fullback rausgesucht. Ja, die Marco habe ich. Den wollen wir nicht haben. Ja, ich hatte ihn tatsächlich letzten für 56.000 gefunden. Im Schnitt kostet jetzt ein bisschen mehr. 67.000. Legend-Karte Christian Okoye. Eigentlich kein Fullback gewesen, sondern ein Power-Running-Back. Hier steht er als Fullback drin. Frag mich nicht, wieso. Was macht ihn herausragend? 80 Speed für Fullback? Yo, passt. Runblock 84. Der macht dir definitiv ein Loch auf. 91er Stiffarm, 89 Trucking. Da könnt ihr auch mal einen Fullback dive durch die Mitte machen. 89 Carrying. Der lässt auch nicht so schnell den Ball fallen. Das ist sehr, sehr gut. Awareness 94. Ja. Strikes 84. Sehr gut. Catching 64. Wer Christian Okoye mal ein bisschen verfolgt hat in seiner Karriere, der Typ hat nie einen Ball gefangen. Deswegen. Das einzige Problem ist tatsächlich, Catching ist sehr schlecht. Sonst sehr, sehr guter Fullback. Wenn ihr einen haben wollt, der ein bisschen besser Bälle fangen kann, wo ihr den Fullback auch ins Passing Game einsetzen wollt. Holt euch so wie ich, Patrick DiMarco, Catching 77, hat natürlich das Problem, 68 Speed, nicht so doll. Runblock geht, Stiff Arm geht, Trucking geht, ja, aber ist jetzt auch nicht der Stärkste. Aber der hättet ihr einen Fullback, den ihr wirklich ins Passplay einsetzen könnt und der einen guten Passblock machen kann. Sonst wirklich, für alles andere, wenn ihr traditionell I-Formation lauft, durch die Mitte, über die Seite, Christian Okoye ist die erste Wahl. Und das jetzt noch in Kombination mit einem von den beiden Running Backs, die ich euch jetzt anbiete. Gucken wir mal rein. Als erstes gebe ich euch einen Running Back, der ein Speedback ist. Wirklich Speedback auf Geschwindigkeit.
Agilität geht. Da haben wir ein. Jetzt muss ich mal gucken. Wen haben wir da? 87 overall. Nämlich. Auch wieder eine Legend-Karte. Herschel Walker. Nicht die 86er. Hier. Ne, das ist Kappel. Wie viele Legend Running Backs es gibt. Hier, 30.000. Herschel Walker. Damals, ja, 86 in Diensten der Dallas Cowboys. Ist ja denn Ende der 80er, Anfang der 90er Big Draft Trade zu, ich glaube, Minnesota getradet worden für weiß ich wie viele Draft Picks. Woraufhin Dallas denn die Dynasty-Mannschaft der 90er aufgebaut hat. Mit Emmitt Smith, mit Bruce Irwin. Ne, Michael Irwin. Ja, Bruce Irwin war der Defensive End der Buffalo Bills. Michael Irwin. Ja, die Spieler sind alle herausgegangen durch den Trade von Herschel Walker zu den Vikings. Und jetzt gucken wir uns mal rein. 91 Speed, 91 Agilität, 92 Beschleunigung. Leute, damit lauft ihr jedem Linebacker, Cornerback weg. Vielleicht kriegt ihr euch einen Cornerback. Aber ein Linebacker, keine Chance. Also wenn ihr damit einen Toss lauft, kommt kein Defense End hinterher, kommt kein Linebacker hinterher. Und das für einen 87er Overall für 30.000. Könnt ihr zuschlagen. Ohne Bedenken. Damit habt ihr Running Back, mit dem ihr arbeiten könnt. Wenn ihr Speedback wollt. Wenn ihr Powerback wollt. Christian Okoye ist ja nun mal leider ein Fullback geworden. Könnt ihr euch überlegen, ob ihr euch nicht hier... Jerome Bettis. 42.000. Wow. Wie ist der gedroppt im Preis? Gucken wir mal rein. 85 Speed für Powerback. Nicht schlecht. 89 Beschleunigung. Jetzt kommt's. 92 Carrying. 92 Ball Carry Vision. 92 Trucking. Damit knallte jeden Linebacker weg. Jerome Bettis nicht umsonst. Jahrelang beide Pittsburgh Steelers gewesen. Zweimal pro Jahr gegen Ray Lewis gespielt. Da lernst du zu trucken, wenn du Powerback bist. Wenn du das überlebst, dann hast du 90 Trucking mindestens verdient. Zusätzlich noch 81 Elusiveness, 85 Juke Move. Für einen Powerback? Das kann kein anderer bieten. Er ist eigentlich wirklich ein sehr gutes Package. Problem, er ist nicht der schnellste, das ist natürlich. Aber bei einem Powerback, ja, was willst du da? Naja, da geht's durch die Mitte, da geht's nicht unbedingt zu einem Toss. Und das für 42.000 könnt ihr jedes Mal durch die Mitte knallen. Gut, liebe Leute. Das soll es jetzt für heute schon mal gewesen sein. Jetzt wollen wir mal gucken, wie viel haben wir ja. Knapp 23 Minuten. Wir haben die Offense abgeschlossen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Spieler geben, die euer Team besser machen. Vielleicht holt sich der ein oder andere ja einen der Spieler, die ich euch vorgestellt habe. Wenn ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr das mal in die Kommentare schreibt. In der nächsten Folge, und ich hoffe, das wird nicht allzu lange dauern, die werden jetzt nämlich ein bisschen kürzer. Defense teile ich in drei Bereiche auf. Das heißt, erst gucken wir uns die D-Line an, dann die Linebacker, dann das Defensive Back. Ja, kümmern wir uns um Defense-Spieler. Ich denke mal, jetzt muss ich mal gucken, die Folge wird Mittwoch rauskommen. Freitag oder Samstag wird die erste Folge mit der Defense rauskommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ja, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es heißt, eine Episode Madden Ultimate Team.